Hallo Freunde der Leichenunterhaltung zu einem neuen Let's Play von Phasmophobia mit Game Dirty. Hallo! Und dem Alex. Der wahrscheinlich gleich wieder das zeitliche segnen wird. Ah, diesmal wirst du X verlieren. Ja, sagst du. Entkommen Sie dem Geistwert einer Jagd. Das kann ich nicht. Das haben wir noch nie hingekriegt. Obwohl wir uns versteckt haben und vom Ding her entkommen sind, haben wir eben ihr Vorhaben noch nie erfüllt. Ja, verjagen Sie während einer Jagd einen Geist mit einem Räucherstift. Und vielleicht kann man das beides kombinieren, aber ich fürchte nein. Finden Sie Beweise, ja, EMF, okay. Elizabeth Garcia. Elisabeth, hast du einen Schlüssel? Nö. Oh, hier trotzdem. Also, ja. Ich nerv sie jetzt mal nicht, sondern ich gehe jetzt erstmal nur rum. Ja, ist richtig, Tür, bleib offen. Hier ist Spieluhr. Ah. Ich liebe die Spieluhr. Ich nicht. Meistens sterbe ich. Christian überlebt das meistens, aber ich sterbe. Nicht sagen. Nicht sowas sagen. Doch, ich darf. Ach so. Stoma. Stoma ist Keller. Ich bin gerade in dem Keller. Okay. Ich bin hier oben schon mal. Ja. Und guck hier schon mal mit der Temperatur. Ob hier irgendwo etwas sehr gewöhnlich von innen ist. Stromer ist an. Ja, gut. Oh, was sieht man hier? Einen Kiefer. Und ich gehe hier schon seit Stunden. Ich habe in die Zimmer von Schlaf hier vorne 3,2,3. Das ist für mich ausreichend. Okay, okay. Ich gucke noch mal so ein bisschen noch EMF. Dingsi, Bumsi. Dann geht da mal rein. Hallo, sind Sie hier? Das Bärchen im Schrank. Ja, Bärchen ist ja immer im Schrank. Nein, letztes Mal war die nicht da. So. Also, ja? Nee. Also ich bin Christian, und Simone mal gespielt habe hier. Okay. Ich nix haben hier mit EMF. EMF kaputt. Ehrlich, ja. Oh Gott. Ich hatte da ja so 2,3 Grad. Oh. Und das fand ich jetzt nicht ungewöhnlich. Fand ich jetzt schon ungewöhnlich, Entschuldigung. Was sagst du? Das war gerade ein Event. Wo denn? Ich weiß es nicht, ich hab mir die Hosen gekackt. Das ist fair. Hast du verdient. Ich bin gerade aus diesem anderen Zimmer rausgegangen, knallte die Tür zu und okay, in welchem Zimmer jetzt? Aus dem Zimmer, wo du nicht aus dem blauen Zimmer, sondern aus dem anderen Zimmer. Wo ich Hasen geklaut habe? Ja, bist du schuld, dass sie mich du. Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht. Hast du Temperatur mit? Nee, hab ich da aber liegen. Warte mal. Der duscht da gerade. Ja, der duscht da immer schon wieder. Ich glaube, ein Ganggeist hier. Ganggeist? Gangalf. Okay. Ich habe leider keine Dings mit. Nee, hier sind. Hast du ausgemacht? Ja. Hier sind tatsächlich 11 Grad. Wir müssen auch kein Wasser verschwinden. Hier drin sind 8, also. Welche Tür hat sie bewegt? Gar keine. Warst du das? Doch, ja. Die Dingstür hier. Ich hol schnell ein Fotoapparello. Also guck mal, wo sie da noch ein bisschen Dings macht hier. Alarma. Ja. Achso, na gut. Ja, ich muss doch auch ein paar Sachen holen. Ich kann ja nicht alles alleine holen. Ja, alles gut. Ich glaube, sie hat die Tür hier bewegt. Bin mir auch nicht sicher. Oder eben die Tür. Das ist ein Lutscher, ne? Ja? Ich glaube, wir haben auch eben 5 vorher gehabt, aber das war irgendwie so ein bisschen komisch. Hast du schon ein Buch reingelegt? Hab ich jetzt ich hab Sprachboxen gehabt. So, ich guck einmal, ob die Fotos irgendwie was. Ne, nur Knochen und Spieldose haben wir bisher. Die gaben 3 Sterne. Ich kann ja hier bleiben. Ich kann mal einen anderen Fotoapparello.
Wo genau hattest du denn EMF? Weil mit der Temperatur war eher in dem Raum, tatsächlich. Habe ich, ich habe jetzt auch ein Ding hingelegt. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Na, was wohl? Bist du hier? Bist du hier? Ich hab die Kamera lang. Wo bist du? Fehlst du meine Seele? Bist du hier? Okay, sag mal. Wo bist du? Willst du meine Seele? Hast du das gerade wirklich gefragt? Natürlich, bitte hier. Ich nehme gleich die Spieluhr, mach sie an und schmeiß sie rein. Ist dir bewusst, ne? Wo bist du? Was mussten wir machen? EMF, dann entkommen sie während einer Jagd, genau, und Räucherstäbchen während einer Jagd. Hm. Also ich glaube, Sprachbox sagt nichts. Sind durchs ganze Haus gelaufen. Box. Wir haben aber noch gar nichts. Wir haben noch so gar nichts. Nothing, komm hier. Wo war denn jetzt wirklich am meisten? Also hier war in dem Raum eher die Temperatur. Ist sie gerade huschen sehen oder warst du das mit der Lampe? Hm? War der Meinung, sie gerade huschen gesehen zu haben. Das kann auch die Lampe von dir gewesen sein. Also in dem Raum war auf jeden Fall die Temperatur niedrig, ne? Da sind Orbsies, siehst du? Ha! Das ist schon mal Orbs. Orb. Auf dem Bett, ne? Oder hinter dem Bett. Mhm. Ne, auf dem Bett. Orbs. Dann müssen wir noch den einen Dings, also lutscht ganz schön, ne? Jetzt sagen wir, nehmen wir einmal Pillen. Paar Drogen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Nein, danke. Nein? Nein, danke. Haben wir das Buch schon drin eigentlich? Ich weiß nicht. Hattest du nicht gesagt, du hast eins mitgenommen? Ich hätte Box. Ich nehme das Buch mit. Und nochmal eine Kamera, auch wenn er schon anliegt. Oh, 10. Ist sie gerade, ja? Ja. So, da sind jetzt die Orbs hinterm Schrank quasi. Da am Schrank. Direkt an der Einkaufs. Warte mal. Ja. Das Fünfersprünge. Das sind wieder Fünfersprünge. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das heute wirklich. Ach nee, es sind 5 runter. Naja gut, aber es sind 5 runter, alles gut. Ist ja egal, welche Richtung eigentlich. Das sind auch 5 hoch, ja. Spricht schon wieder für EMF5. Ich bin der Meinung, ob das von EMF5 war, aber so. Ich lock's mal einfach ein, dann bleibt nämlich Raichu und Ubake. Ubake wäre? Ja, guck ich auch gerade. Geisterbuch spielt ja nämlich keine Rolle mehr. Ubake. Box auch nicht. Dots. Dots und Fingerabdrücke. Das heißt, Buch weg. Ja, er hat gerade was runtergeschmissen. Er hat Teddy runtergeschmissen. War Teddy nicht im Schrank? Teddy war im Schrank. Ja, Teddy aus dem Schrank rausgeholt. Guck mal. Ja, die steht jetzt da unten. Das ist echt. Das ist spooky. Das ist echt eklig. Hier, guckt, schon wieder ein Fünfersprung. Ist EMF5 auf jeden Fall. Aber dass er da den rausgeholt hat aus dem Schrank. Das finde ich richtig spooky. Das heißt, er erinnert sich an uns. Das ist einer, den wir schon mal hatten, wo wir schon mal waren. Und er weiß, dass wir Hasi und Bärchen klauen wollen. Deswegen hat er uns den schon mal hingelegt und lockt uns jetzt rein in seine Falle. Oh, Igitt. Ist das gut? Ja, ich finde das total gut. Ist cool, gib rein. So, was haben wir gesagt? Was brauchen wir noch? Fingerabdrücke und Dotti, ne? Oder? Ja, hast du Fingerabdrücke mit? Ja. Also hier, die VD2. Haben wir noch so ein Stäbchen? Haben wir gar nicht, ne? So. Fingerabdrücke und Dots. Komm okay. Mit, ich bin hier alleine rein. Ja, warte mal, ich will nur gucken, wo er gerade ist. Ja, er steht direkt in deinem Bett. RCS. Komm, wir gehen rein. Wollen wir nochmal die letzten Pillen nehmen? Komm. Dann sind wir wieder auf 100.
Und dann holen wir uns Bärchen. Das ist aber richtig eklig. Richtig so richtig hingestellt, dass sie sehen können. Es ist, oder? Als würde er sich an uns erinnern. Und rein. Wir hätten ja auch die Bärchen mitnehmen können. Vielleicht kannst du nebenbei die Dotties abbauen. Das könnte ich tun. Ah, die brauchen wir ja noch gleich, ne? Wieso? Achso, spielen sie noch eine Rolle? Ja, die spielen noch eine Rolle, ne? Ne, die spielen keine Rolle mehr. Doch, Dotty und, die war echt... Oh Gott. So, Dots oder... Ja, stimmt, okay. Da, der hat Fingerabdruck gemacht, oder? Nee. Irgendwas ist jetzt... Oh, ich nehme jetzt, boah, das Bärchen. Sah gerade voll aus, als ob im Schrank zwei Augen angucken. So, hast du einmal den Schrank vom Weiten fotografiert? Weil, war der echt im Schrank? Der war im Schrank. Boah, das ist spooky. Und das sah gerade richtig aus, ob im Schrank mich zwei Augen angucken. Ja, Bärchen hat auch keine Augen mehr. Glaube ich. Ich glaube, Bärchen hat keine Augen. Ernsthaft mal. Bärchen hat einen verdrehten Kopf. Das ist ja... Ey, das ist spooky. Guck dir das mal an. Der Kopf von... Der ist total nach hinten verdreht. Siehst du das? Leg mal raus, ich mein Foto mache. Raus? Okay. Also, wenn Christian jetzt sagen würde, von wegen, der ist verflucht, weißt du? Der ist verflucht, definitiv. So, pass auf, ich dreh nochmal andersrum. Das ist richtig spooky. Alter Schwede. Oder? Alter, das habe ich auch noch nie gehabt. Ich habe erstens das noch nie gehabt, dass er ihn so rauspackt. Und zweitens nicht, dass er den Kopf nach hinten dreht. Das ist so ein bisschen... Richtig spooky. Das ist richtig spooky. So, ein Dot hatte ich ja abgebaut, weil ich dachte, den kann man da reinpacken, aber mir war es jetzt wichtiger, Bärchen daraus zu holen. Er hat die Tür bewegt. Hier ist nicht rein. Warum nicht? Ich hab Kacke da drin. Echt jetzt? Kommst du mit? Ja, na klar. Aber warte mal, hast du eine Kamera mit? Ja. Dann nehme ich Räucherzeugs mit. Nee, ich nehme Räucherzeugs mit. Und hoffe, dass ich dann das hinkriege. So geht mein Feuerzeug nicht, jetzt geht's. Los, fotografier die Tür. Ist da irgendwas? Weiß ich nicht. Ich hab Feuerzeug in der Hand. Oder die Tür kannst du hier auch nochmal fotografieren, die hat sich nämlich auch bewegt. Wann auch immer. Keine Ahnung. Kommst du? Ja. Mhm. So, einmal gucken. Ne, keine Fingerabdrücke. Ist aber jetzt die Frage, ob das nicht zu spät war. Ja. Oh, wir haben auch keinen Platz mehr, ne? Boah, das mit dem Umgedrehten, das macht mir richtig... Ja, war richtig Angst. So ein bisschen so. Richtig überhaupt gar keine Laune. So, wir haben auch nur einmal Dots da. Aber wir haben auch noch zwei Dinger hier zur Auswahl. Reitschuh und Obake. Ja, und ich bin der Meinung, vorhin einmal was gehuscht gesehen zu haben in den Dots. Bewalt. War ich wirklich der Meinung. Geister Reitschuh. Gehst du nochmal rein und packst noch den zweiten dahin? Ein Raichu ist ein Dämon, der sich von Lichtstrom ernährt. Obwohl sich ein Gemein ruhig sind, können sie aggressiv werden, wenn die Exotät sie überlebt. Ein Raichu kann Exotät direkt in der Nähe. Das ist direkt vor unserer Kamera. Direkt davor. Zumindest sind da jetzt die Dots, die kommen von oben auf die Kamera herab. Ständig unten. Aber elektronische Geräte haben auch gestört. Keine elektrischen Geräte angemacht, ne? Wir haben keine angemacht. Aber das macht er von sich aus, ja, dass er Handy oder dass er Radio anmacht, weißt du? Du willst also jetzt raten, sagst du? Das andere war Obake. Ich will kurz ein bisschen gucken. Obake wäre
halt. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Obake, ne? Sind furchterregende Gestalten, die mit vielen Formen annehmen können. Gehst du die ganze Zeit, sag mal? Was? Du gehst die ganze Zeit. Vielleicht ist der Geist, der mich rauslocken möchte. Der Geist sagt, du sollst nochmal reingehen und nochmal Dots aufbauen. Also es kann sein, dass ich vorhin wirklich was in den Dots huschen sehen habe. Es kann aber auch sein, dass das ein Blitz war, den ich da gesehen habe. Ich bin mir also völlig unsicher. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich meine, unsere Sanity ist noch relativ okay. Das Problem ist, dass dieses Haus so wenig Versteckmöglichkeiten bietet, ne? Mhm. Oh, es ist laut. Ja, ja, ist wirklich laut. Ja, was sagst du? Sag mal. Ich hab Angst. Ja, aber nur wegen dem Spooky Teddy. Nee, das ist auch wirklich ohne Scheiß. Das ist so abnormal. Ja, du bist sehr laut. Das ist so abnormal. Achtung, ich stehe nochmal hin da. Ja. Der stand gerade perfekt. Ja. So? Ach, wir. Du kannst ja hier drin nicht fotografieren. Also eigentlich würde ich noch gerne alles. Aber das geht leider nicht. Du kannst sie nicht drehen. Du kannst sie nur hinschmeißen quasi. Versuchen? Oh, das hört nichts. Kann sie nur so hinschmeißen. Und das ist wirklich spooky. Das ist so richtig spooky. So, jetzt sag mal. Ich hab, guck mal, ich kann auch die ganze Zeit mit Räucherstäbchen rund durch die Gegend laufen. Warum machst du das denn eigentlich nicht? Mach ich doch, ich hab die Räucherstäbchen in der Hand. Ach komm. Wenn wir Sterne und Sterne, komm. Eigentlich muss er sie es, wo muss ich denn dort ungefähr hinpacken? Irgendwas bewegen. Hat er nicht schon wieder die Tür bewegt? Ja, hat er. Sieht man die gar nicht mehr. Wo muss ich denn dort hinpacken ungefähr? Richtung, ja. Richtung Schrank da hinten, ne? Ja, ja, da ist ja schon einer. Ich würde eher nochmal in die andere Richtung gehen, sodass er das Bett noch mit abdeckt oder so. Ja, da hinten meine ich auch für diese Richtung da. Ja. Wo das Handy lag, weißt du? Ja. Ja, komisch, wo der Teddy drin war. Wo der Teddy drin war. Was ist das? Na komm. Ich hab hier nochmal Fingerabdrücke mit. Jawohl. Oh, ich scheiß mich so ein. Wir werden leider, leider sterben. Kannst du die Tür doch mal fotografieren? Wir haben keinen Slot mehr. Ach ja. Hast du dein Dings nochmal mit hier? Schwarzlicht? Nee, ne? Das liegt viel vor der Tür. Die ganze Zeit nur das Feuerzeug in der Hand, falls er kommt. Da ist aber nichts. Nee, ne? Hm? Wollen wir mal Licht anmachen? Und ihn ärgern? Strom ist übrigens aus. Ja. Könnte Reitschild sein, ne? Könnte. Reitschild zieht Strom. So. Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, die wir haben. Wir gucken jetzt nochmal nach Dots. Wenn wir das Dots nicht jetzt haben, dann ist das Fingerabdruck. Dass er den Strom ausgemacht hat, das spricht ja für Raichu. Wie kann ich mich nur noch schräg bewegen? Wo bist du überhaupt? Wie kann ich mich nur noch schräg bewegen? Jetzt nicht mehr. Wo bist du? Ja. Alex, wo bist du? Ach, ich da. Bin hier. Hier? Ach da. Warum? Was irgendwie. Gefühlt weg. Ah nein, ich bin hier. Hallo. Ja, ich sehe dich. Ja, du hast Angst, also. Du guckst da, ne? Mhm. Mach mal. Die sterben. Ist das okay? Willst du Strom anmachen? Nee. Zum Keller.
Ja, ist schön. Ich glaube, das ist ein Reitschuh. Ja, möglich. Aber glauben ist nicht wissen, ne? Was für Reitschuh? Reitschuh wäre... Reitschuh wäre dort, ne? Oh, ich bin so ein Idiot. Habe ich das Ding losgespielt, aber weggeworfen. Ich wollte es nicht wegwerfen. Ja, ich habe es in der Tür quasi reingeworfen. Das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich... Ah, ist egal. Muss egal. Ja, komm, da müssen wir raten. Wenn du sagst, man sieht keine Dots, dann wäre es Ubake. Dann sagen wir, es ist Ubake und er hat noch keine Fingerabdruck hinterlassen, weil wir immer zu spät waren. Ich sag Raichu. Du sagst Raichu? Ja. 50-50 Chance. Es ist einfach nur krank. Es ist mit diesem Teddybären einfach nur... Richtig eklig. Gut, kommen wir los. Du hast auf dem Video ja drauf, ne, mit dem Teddy. Ja. Dann kannst du es ja gleich mal dem zeigen. Hallo. Ekelhaft. Also jetzt haben wir ein verfluchtes Objekt an Bord. Ein Teddy, das verflucht ist. Auf jeden Fall. Was geht da überhaupt ab heute? Also, wurde irgendwas reingepatcht? Ubake. Ubake, guck mal. Hallo. 150. Wunderbar. Hallo, Simone. Ah, hallo. Hallo, Christian. Na? Oh.